Hey Leute, herzlich willkommen auf dem Channel, ich bin's wieder Elias und heute habe ich ein weiteres Video für euch. Und zwar sind wir heute wieder in Call of Duty Ghost für die COD-Abonnenten unter euch. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr Juggernauts bzw. Maniacs verdoppeln könnt. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Was ihr dafür braucht, ist einmal Vorräte, die müsst ihr euch eben erspielen. Wie man Vorräte erspielt, habe ich schon mal in einem Video gezeigt, könnt ihr euch gerne anschauen. Und außerdem braucht ihr noch einen Juggernaut bzw. Maniac, je nachdem was ihr verdoppeln wollt. Dann braucht ihr noch eine Leiter. Dann nehmt ihr einfach eure Vorräte und werft die Vorräte vor eure Leiter. Ihr werft die am besten so, dass ihr dann später, wenn ihr die Leiter hochklettert, dass ihr dann die Vorräte aufnehmen könnt, weil sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Falls ihr es verkackt habt, müsst ihr einfach nochmal Vorräte erspielen. Dann nehmt ihr euren Juggernaut in die Hand, also die Büchse sozusagen. Und während die dann auf der Leiter hochgeht, nehmt ihr die Vorräte auf. Und wie ihr seht, habe ich jetzt zweimal Juggernauts. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, dass ich davor schon nur zwei Juggernauts hatte. Aber ihr seht, oh meine Kills, ich habe gar nicht genug Kills, um zwei Juggernauts zu haben. Also ich verspreche euch, ich habe euch hier nicht verarscht. Ihr könnt es ja gerne mal im Private Game ausprobieren, bevor ihr das im Multiplayer ausprobiert. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, finde ich, dass eure Freunde auch noch einen Juggernaut haben. Ich zeige euch jetzt noch ein Beispiel. Ich habe wieder Vorräte und wieder einen Juggernaut. Ich werfe meine Vorräte einfach wieder vor die Leiter, sodass ich sie nachher aufnehmen kann, die Vorräte, während ich die Leiter hochkletter. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Übrigens, danke für die 10.000 Abonnenten. Das 10.000 Abonnenten-Special kommt heute auch noch hoch, höchstwahrscheinlich. Oder erst morgen, ich weiß es noch nicht. Aber ich denke, es kommt heute schon hoch. Also ihr seht jetzt wieder hier. Ich gehe wieder auf die Leiter, nehme davor meinen Juggernaut in die Hand, nehme die Vorräte auf und habe wieder zweimal einen Juggernaut. Und ja, wie schon gesagt, das war's mit dem Video. Bitte bewertet dieses Video, falls es euch gefallen hat. Und ja, ihr könnt hier sehen, ich habe zweimal Juggernaut geworfen. Ist auf jeden Fall wirklich ein ziemlich cooler Glitch. Das war's wieder von mir. Ich bin wieder weg. Ciao, haut rein.